Der Ali ist wieder da. Im letzten Part mussten wir uns vom Pooh trennen. Und in diesem Part begeben wir uns zur tiefsten Dunkelheit, denn wir haben unser Falkenauge. Wir sind cool. Und hier ein neuer Gegner, und zwar Octobot. Und das UFO kennen wir bereits. So, dann würde ich sagen, PK Rocket, PK Fire, damit wir auch beide treffen. Und Jeff, Schuss. Pooh können wir ja nicht auswählen, weil er logischerweise weg ist. So. Okay. Also Octobot, der hält wirklich viel aus. Dem müsst ihr aufpassen. So. Aber dafür macht er uns wenig Damage. Gut. Oh, was ist hier los? Ich gehe lieber außen rum. Was ist mit dir? Eine Oase, oh mein Gott. Da ich mit einigen ziemlich heftigen Sachen handle, kann ich meine Geschäfte nicht in der Stadt abwickeln. Oh mein Gott. Ja, heftige Geschäfte. Französische Panne, ich merke schon. das bekommt Paula. Ja, ich will das ausrüsten. So, Trick-Jojo kannst du haben. Was hast du denn noch so? Gut, das bekommt Jeff. Jeffs Angriff ändert sich von 100 auf 114. Yay! Hast du noch irgendwas Nützliches? Ui, Multiflaschenrakete, aber ich habe kein Geld. Boah, die machen so viel Damage, das ist unglaublich. So, und ich komme hier nicht. Ich muss außen rum gehen. So, was ist mit dir? Nein, lass mich in Ruhe, lass mich in Ruhe, lass mich. Was zum? Ja, da kommt so ein Typ, weißt du? Warte mal, du könntest mir so richtig schön in die Fresse reinhauen, verstehst du? Aber das lasse ich nicht mehr machen, verstehst du? Ich hau ihm selber eine rein. Ich bin nicht sicher, ob es Dungeon Man war, aber im Nordwesten steht ein merkwürdiger Turm. Ich fand neulich diesen Schlüssel, der den Turm öffnen sollte. Du kannst ihn haben. Ja, gib ihn mir. Wir wollen alles haben, was wir bekommen können. So, Ness erhält Schlüssel zum Turm. Okay, wir schauen uns von hinten, Gaylord. So, keiner kommt hier von hinten, verdammt nochmal. So, ich gehe nordwestlicher. Was? Du bist selten, du bist selten, du bist selten, du bist selten, du bist selten. Du warst unwichtig, aber du bist wichtig. Komm her. Komm her, komm her. Und hier hätten wir ein totes Etwas. Und wir erhalten 27.524 ERF. Oh, yeah. Und Paul ist Level 44. So. Nordwesten. Ach, genau, hier. Das soll ein Turm sein. Okay. Hier könntest du hinein. Aber es ist verschlossen. Wie, was? Seht ihr hier irgendwo einen Eingang? Also, ich nicht. Schlüssel zum Turm. Ness benutzt den Schlüssel. Der Schlüssel hat die Tür. Welche Tür? Da ist keine Tür. Naja. Das ist übrigens kein Soundfehler. Die Musik ist echt so. Willkommen, du bist in meinem Körper. Brick Road, ja genau, Brick Road. Das ist derjenige, den wir in Summers, nee, nicht in Summers, in Winters getroffen haben. Laut meiner Statistik gehen 70% der Leute zuerst nach rechts. No, wir gehen nach links. Okay, was hätten wir hier? In diese Bank einzuchecken ist wie in einem Hotel einzuchecken. Ah ja. Okay, wir hätten hier ein Telefon, ein Bankomat und eine Bank. Gute Nacht, Bank. Okay, cool, wir können uns hier entspannen. Sehr schön. Die Wunden von Ness und seine Freunde sind geheilt. Schön. Okay. Was zum... Ich bin gerade erst aufgewacht und werde sofort angegriffen. Wie unfair ist das denn? Die haben darauf gewartet bis... Oh Gott. Also, wir hätten hier... Ach, ihr seid nur... Toll. Das ist ja kein Problem. Mittlerweile bin ich 10-mal so stark wie ihr. So. Okay. Das erste Mal habe ich euch getroffen, als ihr, als Paula entführt wurde. Von diesem komischen, schleimigen Viech. Foresight. So. Und ich habe gewonnen. Ach, was, Spiel, was du nicht sagst. So, und hier ganz längs hat mir ein Schild. Es ist die Pflicht des Dungeon-Besitzers, seinen Arzt und seine Krankenschwester einzustellen. Achso, es sind hier etwa... Wow. Eine geplante Dungeon. Nein! Ja, viele von euch fragen sich jetzt sicher. Hey, Ali, warum sind Jeff und Paula tot? Ich dachte, du bist stark. Ich dachte, du bist Gott. Leute, ich hab's euch bereits gesagt. Ich bin schon lange nicht mehr überlebt. Moment, ich belebe sie kurz wieder. Yeah, we will rise again. Okay, diesmal gehen wir nach rechts. Und schon wieder. Was? Nein, wo kommt er her? Merke dir dieses Schild gut. Big Road. Okay. So, was hat mir hier? Auch wenn du jetzt nicht hier hinauf kannst,
später kannst du es vielleicht. Brick Road. Oha. Dein erstes Ziel sind die vier Seile. Brick Road. Und hier fliegt wieder so eine verdammte Fliege rum. Verzieh dich. So. Okay. So, nein! Nein, auch noch von hinten! Ich wollte mir nochmal das Geschenk abholen. Platziere etwas in der Sackgasse. Du darfst es dann jederzeit mitnehmen. Brick Road. So, wir holen ab eine Suppe. Und wir möchten etwas platzieren. Und es geht nicht. Nein, das Spiel hat mich verarscht. Nein, ich kann das nie wieder spielen. So. Erstmal hier mit hoch. Und noch eine Bank. Wieso? Da hinten ist doch noch eine. Du hast einen weiten Weg vor dir. An deiner Stelle würde ich mich kurz ausruhen. No, ich ruhe mich doch nicht aus. Mach doch mal einen Boxerstopp, während du durch meine Dungeon läufst. Yay, auch aufs Klo. Ich frage mich, warum ich in diesem Drecksloch sitze. Wer bin ich wirklich? Was ist der Sinn des Lebens? Oh, tut mir leid. Habe ich dich nervös gemacht? Ich bin ungefährlich. Keine Sorge. Wer bist du? Wer bist du? Zeig dich. Naja, dann nicht. Okay. Was kann man hier noch finden? Noch ein Geschenk. Ein nützlicher Gegenstand liegt in einer Sackgasse. Du musst bis dahin aber noch sehr weit laufen. Hey, ich bin direkt davor. Naja. Keine Ahnung, was das soll. Ist halt eine seltsame Dungeon. So, ich würde sagen, wir gehen mal da runter. Übrigens, ich kann jetzt endlich Brawl Online spielen. Und wenn ihr meinen Friendcode haben wollt, da unten, seht ihr? Da, es wird angezeigt. Selbstverständlich muss ich euch ebenfalls ändern. Also schreibt euer Friendcode in die Comments. Und was stand da? Sobald ein Dungeon gebaut wird, strömen die Monster nur so hinein. Okay. Ist das ein echtes Geschenk? Natürlich ist das kein echtes Geschenk, aber wir haben ihn von hinten angegriffen und er ist tot. So. 6 ERF, was war das denn für ein Monster? Wie dem auch sei. Ja, schreibt euer Friendcode in die Comments und ich werde sehen, wenn ich edde. Ich suche mir die Auserwählten aus. Gegenstände, die leicht zu finden sind, sind meist enttäuschend. Okay. 5 Euro! Enttäuschend von wegen. Ich habe ein Schild ohnehin halt hier platziert. Okay. Das Gras ist immer grüner auf dem anderen Seil. Ich frage mich warum. Das steht übrigens auf jedem Schild. Also, was ist hier? Du siehst kräftig aus. Möchtest du vielleicht in meinem Dungeon arbeiten? Ja, klar. Okay. Also, nur ein Weg ist richtig. Oh, shit. Das war genau dieser hier. So. Boah, ist das riesig hier. Also die Aussage, dass Einrichtungen von außen kleiner aussehen als von innen, das trifft ja in dem Spiel sowas von zu. Ich meine, von außen sind wir ein Drittel so groß wie Dungeon Man und hier von innen eine neue Welt.